Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, in der letzten Folge haben wir die Questreihe von Hildebrand wieder erfolgreich abgeschlossen fürs Erste und können nun die Mandibelwaffe vorantreiben. Und dafür müssen wir erstmal wieder zu Geralt, der sich wahrscheinlich riesig freuen wird, dass wir wieder auftauchen. So, Hallöchen. Mit diesem Auftrag, ja, wir machen weiter als Schnitter natürlich. Schnaps lockert die Zunge. Natürlich geht's um Alkohol, was auch sonst. Hallöchen. Nicht du schon wieder. Der alte Knacker hat ja wohl auch den Floh ins Ohr gesetzt, dass er die Mandibelwaffen weiter verbessern kann. Einen Augenblick bitte, ich werde Herrn Mandibel hier hinzuholen. Meine Güte, der freut sich ja riesig, uns zu sehen. Das war eigentlich nur ein Scherz. Oh, wenn das nicht Theo ist, es ist irgendwie eine Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich habe aufregende Neuigkeiten für dich. Meine unermüdliche Nachforschung in dem Nachlass unserer Vorfahren haben sich bezahlt gemacht. Es ist mir gelungen, ein neues Geheimnis zur weiteren Verbesserung unserer Mandibelwaffe zu entschlüsseln. Gottbrand muss sich sehr davor gefürchtet haben, dass dieses wertvolle Wissen in die falschen Hände gerät. Anders lässt sich nicht erklären, warum er sein geliebtes Handbuch durch das Mandibel-Relikt ersetzt hat. Das führt einem auch noch einmal das zerstörerische Potenzial dieser Waffe vor Augen. Die neueste Verbesserungsstufe erfordert übrigens eine grundlegende optische Änderung der Waffe. Und das ist noch nicht alles. Gottbrands Genialität scheint keine Grenzen gekannt zu haben. Ihm war bewusst, dass jede Person eigene Bedürfnisse und Vorlieben hat, und so fand er einen Weg, die Eigenschaften von Waffen an die Wünsche ihrer Träger anzupassen. Brillant, nicht wahr? Der Durchbruch gelang ihm mit Hilfe eines neuen Öls, dem sogenannten Max-Salamander-Öl, dessen neuartige Zusammensetzung für eine optimierte ätherische Leitfähigkeit sorgte. Oh Mann, noch mehr schmieriges Zeug. Der Hauptbestandteil des Max-Salamander-Öls wird ebenfalls aus einem Meteoriten gewonnen. Dieses Mal handelt es sich um einen Achondrit mit verstärkten Eigenschaften. Jetzt, da wir den außerätherischen Ursprung von Gottbrands Waffenschmiedetechnik kennen, ist es auch nicht verwunderlich, dass derart exotische Materialien dafür notwendig sind. Außerätherischer Ursprung? Kein Wunder, dass mir diese Technik nicht geläufig war. Wie üblich müsste ich dich darum bitten, die seltenen Achondrite zu besorgen, während ich den Rest der benötigten Materialien vorbereite. Das kommt dir wohl gelegen, du alter Geizhals, sich über Jahre und Generationen die Taschen voll zu stopfen, aber nicht einen einzigen popeligen Gil für die Beschaffung des wichtigsten Bestandteils ausgeben zu wollen, sieht dir wieder ähnlich. Selbstverständlich wäre ich bereit dazu, aber Gil bringt uns hier leider nicht weiter. Diese Meteoriten sind so selten, dass sie nur gegen gleichwertige allergische Steine eingetauscht werden können. Ich erlege dir nur ungern erneut diese Pflicht auf, mein lieber Theo, aber du bist der Einzige, der sie erfüllen kann. Ich zähle also wieder einmal auf deine Hilfe. Natürlich. Wie bereits erwähnt, erfordern diese verbesserte Kreation bahnbrechende neue Techniken. Unser Erfolg wird also auch von deinen außergewöhnlichen Fähigkeiten abhängen, Meister Geralt. Ja, von mir aus. Ich halte die Klappe und tue, was man mir sagt. Ich bekomme langsam den Eindruck, dass du das Interesse in unserer Zusammenarbeit verloren hast, mein Lieber. Sag bloß. Jetzt will ich mal was klarstellen. Ich habe diesen Job nur angenommen, damit ich meine Saufschulden begleichen kann. Jetzt, da meine Schulden abbezahlt sind, habe ich keine Lust mehr für einen selbstverliebten Möchtegern-Waffenflüsterer mit fragwürdigem Geschmack zu arbeiten. Verstehe. Nun, deine Abneigung mir gegenüber konntest du von Anfang an nicht gut verbergen. Und ich fürchte, dieser schwelende Groll gefährdet ernsthaft die Qualität unserer Arbeit. So kann das nicht weitergehen. Lass uns unsere Meinungsverschiedenheiten ein für alle Mal bei einer Flasche Schnaps klären. Oder bei mehreren, je nachdem, was die Situation erfordert. Selbstverständlich auf meine Rechnung. Auf deine Rechnung? Da lasse ich mich nicht zweimal bitten. Du bist selbstverständlich auch eingeladen, Theo. Wärst du so freundlich und würdest schon mal vorausgehen und einen Tisch im Meridis Meiane für uns reservieren? Wir treffen uns dann dort.
Das Hemmen wird härter. Okay. Gut, da werden wir uns wahrscheinlich hinsetzen. Werde ich mal kurz die Waffe ausblenden, weil die ist doch etwas riesig. So. Ah ja, da sind wir schon. Oh, ein wunderbarer Abend zum Trinken. Das von dir ist ungewöhnlich. Ich hoffe, du hast dir das gut überlegt. Die Hitze des Ofens macht ordentlich durstig. Und von meiner Kehle ist nur das Feinste, das ist ja wohl klar. Eine Flasche vom teuersten Schnaps, wenn ich bitten darf. Was ist mit dir, Tero? Schließt du dich Master Gerold an? Immer gern noch, oder ein Gläschen in Ehren, oder für mich keinen Schnaps, danke. Ach komm, wenn du schon mal bezahlst, immer gerne. Nun gut, dann eröffnen wir den Abend mit dem feinsten Schnaps des Hauses. Bitte sehr, eure Getränke. Na dann, zum Wohl. Dann lass uns direkt zur Sache kommen, ja? Ich konnte dich noch nie ausstehen. Oho. Und aus welchem Grund, wenn ich fragen darf? Für einen wahren Handwerker sollten Hingabe und Leidenschaft oberste Priorität haben. Aber du denkst immer nur an Gil, gründest ein Handelshaus für massentauglichen Schrott und baust einen Spielplatz für Narren, um die Leute zu schröpfen und dir die Taschen voll zu stopfen. Ein verdammter Kaufmann, das bist du. Und daraus schließt du, dass ich nicht genügend Hingabe habe? Aber braucht man nicht auch Kapital, um sich seiner Leidenschaft widmen zu können? Schenkt einem ein regelmäßiges Einkommen nicht die Freiheit, die man braucht, um die eigene Kreativität ausleben zu können? Meine geschäftlichen Entscheidungen haben es mir ermöglicht, mich den Goldschmiedeprojekten zu verschreiben, die ich mir sonst niemals hätte erträumen, geschweige denn leisten können. Stimmt es nicht, dass du widerwillig Kessel herstellst, um Kredite zurückzuzahlen oder einfach nur über die Runden zu kommen? Findest du es nicht auch besser, wenn du dich von diesen mühsamen Arbeit befreien könntest, um deiner wahren Leidenschaft nachgehen zu können? Schnaps! Brauch nie mehr Schnaps! Schnaps in diesem großen Kelch ist aber ordentlich. Passt da fast eine ganze Flasche rein. Und anscheinend ein ganzes Fass, so wie wir die trinken. Also ich sag's dir nochmal, hör gut zu, der Skorpio-Kreis, der hat den Kessel, das Fass zum Überlaufen gebracht. Wie soll man ordentlich Waren herstellen, wenn man bis zum Hals im Sumpf der Politik steckt? Bei allem Respekt, mein lieber Gerold, meine politischen Aktivitäten in Ulda haben mir die Augen für eine andere Welt geöffnet. Und das wiederum war eine großartige Inspiration für mich als Handwerker. Deine Inspiration kannst du dir sparen. Mit solchen korrupten Schnüssen will ich nichts zu tun haben. Jawohl. Ich höre immer nur bla bla bla. Denkst wohl, du hast auf alles eine Antwort. Ich sag dir jetzt mal was. Also spitz die Lausche. Ein reicher Sack bist du, jawohl. Was würdest du Probleme von armen Schluckern wie mir verstehen? Und überhaupt, warum kaufst du nicht von deinem Riesenberg-Gil nicht endlich mal was zum Anziehen? Wenn wir etwas gemeinsam haben, dann ist es unsere Vorliebe für bescheidene Kleidung, nicht wahr, mein Guter? Stimmt eigentlich. Aber er hat wenigstens noch eine Hose an.
Dass der Cordbert viel aushält, das war ja irgendwie klar, nachdem wir jetzt wissen, was er ist. Aber Geralt? Also gut, ich geb's zu. Alter Mann, du bist ein genialer Handwerker, jawohl. Und ich bin ein armseliger Versager. Ein Versager, hörst du? Rowena, wo kommst du denn auf einmal her? Jedenfalls bin ich ein Versager. Eine Beleidigung für unseren Berufsstand. Es scheint dich mit jemandem zu verwechseln. Vielleicht könntest du ihn ein wenig aufmuntern? Geralt, ich kenne keinen besseren Handwerker als dich. Das würde Rowena niemals sagen. Dein widerliches Jammer ist eine Schande. Das passt eher zu Rowena. Verhalten wir uns mal wie Rowena und beleidigen ihn weiter. Du redest nie lange um den heißen Brei herum. Das weiß ich zu schätzen. Das hat funktioniert. Wow. Genug mit dem Selbstmitleid. Zum Henker mit Reichtum und Ruhm. Ich habe mein ganzes Herzblut in die Arbeit stecken und die besten Waffen weit und breit spielen. Jawohl, ja. Brauchst du vielleicht eine Stütze oder so? Oder schaffst du's? Ja, ich hätte erwartet, er fällt um. Wunderbar. Es sieht so aus, als hätte Meister Geralt seinen Groll überwunden. Wer hätte gedacht, dass Karottensaft solche Wunder wirken kann? Was? Ich war besorgt um die Gesundheit meines besten Schmieds und habe Milil angewiesen, den Schnaps nach und nach mit etwas weniger starkem zu ersetzen. Die Schnäpse von Miliane sind hervorragend, aber ich brauche Meister Geralt im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte für die Arbeit, die vor uns liegt. Es gab eine Zeit, in der auch ich jede freie Minute meiner großen Leidenschaft dem Handwerk gewidmet habe. Doch die Gründung eines großen Handelshauses bringt eine große Verantwortung mit sich. In gewisser Weise beneide ich Geralt darum, sich voll und ganz seiner Handwerkskunst hingeben zu können. Nun gut, lass uns auf die notwendigen Anschaffungen für unser neuestes Vorhaben zurückkommen. Ich würde dich darum bitten, 3 seltene Archontride zu beschaffen. Die seltenen Archonride können bei Yubuna im Tritenplatz erworben werden, okay, da wo auch die anderen zu finden sind. Gut, aber das ist bestimmt nicht das einzige Material, was wir brauchen. Da wird bestimmt noch etwas mehr kommen. So, ah, natürlich kosten die auch 500, gut, dass ich gerade so viele Steine übrig hatte. So, da haben wir die 3 Stück. Allerdings verwirrend, dass man da schon wieder Steine benötigt. Aber gut, mal gucken, was noch kommt. Ach ja, die Hitze des Ofens und der Geruch von schmelzendem Metall lässt den schlimmsten Kater verfliegen. Na gut, dann mal her mit den seltenen Archondriten. Bitteschön. Ja, das sollte reichen. Aber sag mal, Rowena zufällig auch in Meridis Mariane? Ich hätte das Gefühl, bloß sie da gesehen zu haben, aber die Erinnerungen sind so verschwommen. Ah, vergiss es, nicht so wichtig. Das Eisen muss geschmiedet werden, solange es heiß ist. Dann los, weck den Alten aus seinem Schönheitsschlaf, bevor ich es mir anders überlege. So, nun folgt der letzte Schliff, das Max Salamanderöl.
Bevor wir die Mischung jedoch fertigstellen können, musst du uns verraten, wie du deine Waffe im Kampf einsetzen willst. Das Verhältnis der Inhaltsstoffe dieser wertvollen Beschichtung hat Einfluss auf die verschiedenen Eigenschaften deiner Waffe, also überlegst es dir gut. Gut, ja, dass wir was anpassen können, das ist ja jetzt nichts Neues. Drei Parameter auswählen, der dritte Parameter wird auf einen niedrigeren Wert gesetzt als die anderen. Gut, ich würde mal sagen, kritische Trefferrate ist sehr wichtig und direkte Trefferrate ja auch. Was haben wir dann noch? Das ist voll. Entschlossenheit oder Schnelligkeit? Na, da würde ich eher auf Entschlossenheit gehen. Ja. Sehr wohl, mein Lieber. Dann geben wir deiner Waffe nun den letzten Schliff. Ui. Okay. Es ist vollbracht. Das ist wahre Handwerkskunst. Schreibe dir das hinter die Ohren. Eine neue, noch bessere Generation der Mandabel-Waffen. Bitte sehr, eine majestätische Mandabel-Kriegssense. Okay, das gefällt mir. Bravo. Ohne unser klärendes Gespräch in Meridus Meane wäre diese fruchtvolle Zusammenarbeit nicht möglich gewesen. Mein Gedächtnis lässt mich gerade im Stich, aber hat sicherlich irgendetwas Positives bewirkt oder so. Solltest du noch weitere Mandabel-Waffen in deinem Besitz verbessern wollen, mein lieber Tiro, dann kannst du dich wie immer an meinen fleißigen Helfer hier wenden. Meister Gottbert, bitte verzeiht den Einwand, aber das Fachwissen, das zum Extrahieren des Max-Anderwill-Öls nötig ist, übersteigt bei weitem mein begrenztes alchemistisches Wissen. Oh nein, mich brauchst du gar nicht erst so anzuziehen. Mit Zaubertränken und so Zeugs habe ich nichts am Hut. Oh, keine Sorge, dessen bin ich mir bewusst. Da habe ich mich bereits um meinen Alchemiemeister bemüht, der uns fortan zur Seite stehen wird. Oh mein Gott, der trägt Klamotten, ich fasse es nicht. Merkwürdiger Klamottengeschmack, aber innen trägt er welche. Unser neuestes Mitglied im Haus Mandabel wird den Nachschub an Max Alamandabelöl gewährleisten und bei den Verbesserungen der Waffen assistieren. Falls du die Eigenschaften einer Waffe nach ihrer Verbesserung noch einmal ändern möchtest, kannst du ihm die nötige Menge der seltenen Achondrits bringen und er wird anschließend alle weiteren Schritte veranlassen. Gut, es sind drei Werte, also wahrscheinlich wieder drei dieser Steine. Das war ein gewaltiger Fortschritt, meine Lieben. Doch es gibt noch einen letzten Schritt, um das volle Potenzial der legendären Waffen des Mandevils zu entfalten. War mir schon klar, dass da was kommen würde. Lass mich raten, wir dürfen erst wieder abwarten und Däumchen drehen, bis du uns mehr darüber verrätst. Ich fürchte, du hast recht. Ich muss euch um etwas Geduld bitten. Dieser letzte Arbeitsschritt erfordert sorgfältige Vorbereitungen, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber ich werde unverzüglich die nötigen Schritte veranlassen, damit ihr nicht unnötig lange warten müsst. Wenn ihr mich da entschuldigen würdet. Die majestätische Mandabel-Kriegssense. Die Eigenschaften von verbesserten Mandabel-Waffen können jetzt beim Alchemisten des Hauses Mandabel im Tiegel von Alchemio angepasst werden. Ja, man braucht die Steine dafür. Schön. Gut. So, da haben wir sie nun. Die majestätische Mandabel-Kriegssense, in der wir keine Materie ersetzen können, weil wir die Werte natürlich gemaxt haben, die wir wollten. Und das ist sie nun im eingeklappten Zustand. Okay. Und dann leuchtet die so cool grün, gelb irgendwie. Das sieht irgendwie dämonisch aus. Das gefällt mir. Ja, die ist schon etwas finsterer als eine weiße Waffe zum Beispiel. Interessant, wie der Effekt sich anpasst, wenn sie zu ist. Nicht so ganz auf die Waffe. Aber gut. Und wie man sehe, kann man die auch einfärben.
Gut, das mache ich mal hier so. Gut, was passiert denn mit Schwarz? Nicht. Weiß. Ja. Rot. Gold. Blau. Grün. Okay. Gut, und das geilste Rot überhaupt, der rubinrote Farbstoff. Es passt nicht so wirklich. Ich glaube, da wäre der ultra seltene rabenschwarze Farbstoff, oder was heißt selten, ultra selten und ultra teuer, am besten. Zur Not geht auch der rußschwarze Farbstoff. Oder man lässt es so, wie es ist. Ja, eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, ich möchte sie schwarz färben. Und weil ich kein Krösus bin, nehme ich den rußschwarzen Farbstoff. Ist gerade heller geworden? Das ist heller geworden. Gut, ich... Na gut, es dunkelt eh nach, dann wenn der Lichteffekt drauf geht. Ja, cool. So, und die hat übrigens Level 645. Das entspricht zum Mittelwert zwischen der Pandemonium-Rüstung und der Steine-Rüstung. Steine-Rüstung hat 650, die dann später auf 660 wahrscheinlich aufgewertet werden kann. Und ja, die halt hier 640. Okay. Gut, so, hier können wir dann, ja, die Eigenschaften ändern. So, und jetzt mal kurz zur Beschwerde. Warum ist diese Waffenquest-Reihe so unfassbar simpel und einfach nur steinintensiv? Dass ich ständig die Kausalitätssteine brauche, immer 1500 für eine Waffe. Also ganz ehrlich, es gab schon viel andere Questreihen, also ganze vier Stück vorher, die wesentlich anspruchsvoller waren und auch das Gefühl vermittelten, man hat was erreicht. Hier muss ich einfach nur Steine hinschmeißen, ich krieg Steine dafür zurück und schmeiße Geralt vor die Nase und der macht was draus. Also, das ist irgendwie... nicht so wirklich befriedigend, muss ich sagen. Gut, man kann zwar dadurch wirklich für jede der ganzen Klassen, die man besitzt, die maximale Waffe dann rausholen wahrscheinlich, weil der letzte Schritt wahrscheinlich genauso billig sein wird, aber ich bin etwas enttäuscht. Weil die Questreihen waren früher doch anspruchsvoller, vor allem man musste was dafür machen. Gut, es war teilweise einfach nur grinden und war ein bisschen nervig, aber man hat halt irgendwie trotzdem das Gefühl, dass man etwas erreicht hat. So ist es irgendwie billig. Gut, sie sehen zwar mittlerweile optisch in dieser dritten Form nicht mal schlecht aus, aber... Also ganz ehrlich, was haltet ihr denn davon? Also schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr diese Questreihe, was man dafür erfüllen muss, findet. Ich persönlich finde es eigentlich ziemlich scheiße. Es ist scheiße langweilig. Weil, ja, ihr habt ja gesehen, ich habe die Realm Reborn Waffe schon gemacht, ich habe die Heavensward Waffe gemacht, die aus Stormblood da... Nee, habe ich leider nirgends gemacht, weil die mit Eureka damals irgendwie ziemlich doof war. Die war wirklich anspruchsvoll. Die in Shadowbringers, die haben wir auch gemacht. Die, ja, die war halt auch mit dem Bosia. Das ging so, mittlerweile ist es wahrscheinlich etwas schwierig, das wieder nachzumachen. Aber ja, das war halt auch eine Herausforderung. Aber das ist wirklich enttäuschend. Ja. Also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Questreihe findet und die Herausforderung daran. Und ja, würde mich mal interessieren. Und ja, dann ja, würde ich mal sagen, für die Folge war es denn das erstmal. Wir haben unsere neue Waffe jedenfalls. Und ja, ich hoffe dann, dass der vierte Schritt doch etwas anspruchsvoller ist. Und wenn nicht, dann ja, warten aufs nächste Add-on. Nun gut, dann ja, bedanke mich trotzdem erstmal fürs Zusehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder irgendwo anders wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Endlich ist es soweit. All meine Kraft im Meteor. Eure Welt wird uns gehören.